Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Pavel Sapa und in diesem Video verrate ich dir 10 wertvolle Impulse von mir, welche ich extra für dich aufgeschrieben habe, welche mich enorm nach vorne bringen konnten, sowohl bei dem Thema Handel auf Amazon, B2B etc. und natürlich auch im privaten Bereich. Denn wir möchten uns täglich weiterentwickeln und dafür habe ich dir 10 Impulse mitgebracht. Denn du kennst das Gefühl, man sieht vor lauter Bäume den Wald kaum. Und aus diesem Anlass brauchst auch du eine konkrete Hilfestellung, wie auch du das Ganze schnellstmöglich bewältigen kannst. Der erste Punkt ist natürlich, dass wir uns von vornherein klare und vor allem realistische Ziele setzen müssen, welche wir auch individuell erreichen können und natürlich auch erreichen müssen. Nehmen wir mal an, du machst das Ganze neben deinem Job. Da kann ich dich ja auch nicht vergleichen mit jemandem, der das Ganze in Vollzeit betreibt. Das bedeutet, höre auf, dich mit anderen Menschen zu vergleichen. Denn jeder startet mit ganz anderen Mitteln. Der eine startet vielleicht lediglich mit 5.000, 6.000 Euro und sehr wenig Zeit. Der andere startet mit 250.000 Euro. Davon gibt es auch einige und sehr viel Zeit. Das bedeutet, schau immer stets auf dich selber, dass du dich nach vorne bringst und setze dir von der ersten Sekunde klare Ziele. Denn nur mit klaren Zielen können wir unser Business extrem gut skalieren und vor allem, wir wissen, wofür wir das Ganze machen. Denn ohne ein Ziel gibt es auch keine klare Herangehensweise. Mit einem klaren Ziel wissen wir, was wir erreichen müssen. Das erreichen wir auch. Der zweite Punkt ist natürlich, dass wir ebenfalls eine Roadmap benötigen. Wie kommen wir nun tatsächlich zu unserem Ziel? Nehmen wir mal an, ich habe eine GbR mit dir gemeinsam. Das bedeutet, wir brauchen klare Verantwortungsgebiete. Ich bin zum Beispiel für den Einkauf zuständig, du bist für die ganze Orga zuständig. Das bedeutet Backoffice, Steuern, dass alles im Hintergrund reibungslos funktioniert. Schaffen wir unsere Ziele, gibt es natürlich auch klare Bonusse in unserem Unternehmen. Schaffen wir es nicht, weil du zum Beispiel oder ich den Job schlecht gemacht habe, gibt es auch klare vertragliche Strafen. Und das ist sehr gut, denn wenn wir beide wissen, was zu tun ist und vor allem täglich zu tun ist, dann kommen wir auch deutlich schneller zum Ziel. Wichtig ist ebenfalls der gemeinsame Austausch. Machst du das ganz alleine, so ist das kein Problem. Hole dir ebenfalls Profis in diesem Gebiet, die deutlich weiter sind als du selbst. Denn so bist du immer nur mit einem richtigen Umfeld im Austausch und die Menschen können dir oftmals einen tollen Impuls geben, was jetzt der nächste Schritt ist. Somit plane und zeichne dir von vornherein eine klare Roadmap und nur so wirst du deutlich schneller zum Ziel kommen. Denn sonst weiß keiner, was zu tun ist und jeder macht einfach mal irgendwas. Aber wenn wir von vornherein sagen, du machst den Einkauf, dein Budget ist jetzt 20.000 Euro für diese Woche, du musst dafür sorgen, dass wir aus 20.000 24.000 machen oder 23.000, dann weiß ich ja, was zu tun ist. Und dann habe ich auch eine klare Marschroute. Und nur so können wir ebenfalls gemeinsam wachsen. Der dritte Punkt ist natürlich der Großhandel. Abgesehen davon, wie in zahlreichen Videos von mir erwähnt, dass wir den Großhandel unbedingt annehmen müssen, sollten wir ebenfalls dafür sorgen, dass wir ganz anders sind als unsere ganzen Mitstreiter da draußen. Wie funktioniert das Ganze? Ich erkläre es dir, es ist super leicht. Mache das, was die Konkurrenz nicht macht. Und zwar kaufe global ein. Denn schau mal, es gibt oftmals so viele großartige Möglichkeiten. Sehr viele Menschen machen das nicht. Warum? Weil sie nicht wissen, dass es diese Möglichkeiten gibt. Dafür gibt es zum Beispiel auch PSA-Marketing. Und zum anderen, weil diese ganzen Menschen lediglich in Deutschland einkaufen oder sich ab und an mal in die EU trauen, zum Beispiel nach Holland, nach Belgien etc. pp. Aber wenn wir den ganzen Handel anders betrachten und vor allem global einkaufen, dann sind wir zum einen der Konkurrenz voraus, wir sind wettbewerbsfähig und vor allem wir erlernen Skills, die wir in Europa oder in Deutschland niemals erlernt hätten. Verhandeln international, sprechen, telefonieren mit diesen Menschen, das bringt uns enorm nach vorne und die Konkurrenz kommt gar nicht mehr hinterher, weil dein Portfolio wächst und wächst und wächst. Und am Ende des Tages müssen wir immer wieder die Pavel Sapa Philosophie verfolgen. Mit dem kleinstmöglichen Aufwand das Maximum verdienen. Wir gehen in Vorleistung, ja, wir müssen verhandeln, wir müssen recherchieren, aber langfristig kommt so viel ROI zurück, dass wir einfach der Konkurrenz deutlich voraus sind, denn der Ton macht die Musik. Somit definitiv global einkaufen und vor allem niemals überheblich sein bei dem Thema Verhandeln. Punkt Nummer 4. Es gibt, wie bereits erwähnt, oftmals sehr viele Marktschreier. Somit solltest du immer wieder ausschließlich mit den Profis aus der Szene zusammenarbeiten. Du brauchst einen Finanzberater, einen Steueroptimierer. Nimm dir den Besten. Mit Sicherheit ist er nicht der günstigste da draußen.
Aber wenn wir nachweislich wissen, dass er selbst zum einen wohlhabend ist und zum anderen mindestens 40 Menschen im Umkreis wirklich enorm weitergebracht hat, dann wissen wir, okay, auf diesen Partner können wir zählen. Und vor allem, wenn das Zwischenmenschliche stimmt. Das bedeutet, erspare hier nicht ein paar Euros, sondern suche dir von vornherein die Besten aus der Szene heraus. Menschen, die dir nachweislich Zahlen vorlegen können, die das Ganze eigenständig jahrelang in der Praxis betreiben. Denn weißt du, ich gebe dir mal ein paar Beispiele. Es gibt einige zahlreiche Agenturen da draußen, die sagen, wir bringen dich auf Amazon nach vorne, wir sind Marktführer, wir sind die Besten. Du fragst diese Menschen, hey, wie ist denn eigentlich euer Amazon-Händlerkonto auf Amazon? Und es folgt Stille, denn sehr viele sind Berater. Aber die wenigsten sind Berater aus der Praxis. Das bedeutet, wenn jemand euch berät, sollt ihr euch schwarz auf weiß Zahlen vorlegen. Zum einen. Zum anderen gebe ich ein weiteres Beispiel. Ich kenne zum Beispiel eine Private-Label-Agentur. Total absurd. Da habe ich nämlich viele Kunden von bekommen, denn diese Agentur sagt Folgendes. Wir bringen dich mit dem Private-Label-Business ganz weit nach vorne. Diese Firma ist lange insolvent gewesen auf Amazon und jetzt berät diese Firma andere Unternehmer. Jetzt überleg doch mal, was am Ende des Tages dabei passiert. Die Chance, dass du scheiterst, ist irgendwo bei 95%. Denn wenn derjenige das Ganze nicht vorlebt, meine Devise ist ja immer wieder, ich liebe E-Commerce. Nicht nur, dass ich einen Background habe, aus dem Handel meine Lehre absolviert habe, sondern ich habe von klein auf mit dem Handel begonnen und ich liebe das, was ich tue. Und ich hoffe, das merkt man hier in diesem Video und Co. So, kommen wir zum nächsten Punkt. Punkt Nummer 5. Verwechsel bitte niemals das Private mit dem Geschäftlichen. Das heißt, du führst zu deinen Freunden gute Beziehungen im privaten Leben. Ihr geht zusammen spazieren, ihr geht zusammen Fußball spielen. Da solltet ihr nicht zwingend mit diesen Personen unbedingt ein Business aufbauen. Denn man sollte niemals Privates mit Geschäftlichem verwechseln. Denn oftmals kommt es im Geschäft, weil man komplett andere Ansichten hat, zu Streitigkeiten. Und das sollten wir vermeiden. Das bedeutet, wir sollten unser eigenes Inner Circle im Privaten haben, gute Menschen, womit wir selber perfekt klarkommen und vor allem, wo Menschen uns und unsere Vision verstehen und akzeptieren. Und wir sollten starke Geschäftsbeziehungen haben mit Menschen aus der Branche. Und somit vermisst sich das Ganze ebenfalls nicht, denn du brauchst ein Privatleben und du brauchst ein Geschäftsleben. Und das sollten wir niemals verwechseln, denn es ist nicht alles eins. Und wir sollten immer wieder diese zwei Punkte unbedingt voneinander unterscheiden. Der sechste Punkt, den sehr viele Menschen vernachlässigen, weil sehr, sehr viele nach einer Schablone arbeiten. Aha, ich muss ja das tragen, ich muss so sein, weil diese Tabelle hier, diese PDF-Datei mir das Ganze vorgibt. Nein, be you. Everyone else is already taken. Das ist immer wieder meine Philosophie. Schau mal, für dich kommt deine eigene Geschichte vielleicht nicht so wahnsinnig interessant rüber. Für mich schon. Denn jeder Mensch ist individuell, jeder Mensch ist besonders und vor allem jeder Mensch tatsächlich hat besondere Stärken. Meine Stärke zum Beispiel ist der Einkauf, Produkteinkauf. Ich liebe es abends nach Produkten zu recherchieren und ich glaube, meine Geschichte ist für sehr viele Menschen interessant. Zum Beispiel, ich lebe nicht allzu lange in Deutschland, ich bin nicht hier groß geworden und bin auch nicht hier geboren und ich habe schon einige Dinge in Deutschland ausprobiert. Ich war bei der Bundeswehr, gefällt mir nicht so wirklich. Ich war damals bei MediaMarkt, habe meine Ausbildung im Handel betrieben bzw. gemacht. War der Beste von meinem Jahrgang. Irgendwann war ich bei Toyota, ohne auch nur einen Abschluss und beziehungsweise Automobilverkäuferabschluss. Ich hatte das nicht, ich hatte ganz normale Einzelhandelausbildung und habe Autos verkauft. Und ich war immer noch Top 3 von den besten Verkäufern von Toyota Deutschland und wurde sogar ausgezeichnet mit einem Award. Naja, dieser Award ist für mich nicht wirklich relevant, aber was ich dir sagen möchte ist, jeder hat da draußen eine spezielle und persönliche Geschichte. Bitte. Verheimliche deinen Weg auf gar keinen Fall, denn deine Geschichte ist für sehr viele Menschen interessant. Du hast deinen Weg oftmals gehört und du kennst es, aber sehr viele Menschen finden vielleicht deinen Weg begehrenswert, interessant und vor allem das Beste, was du machen kannst, ist mit Authentizität glänzen. Das ist wirklich sehr wichtig, denn sehr, sehr viele Menschen verstellen sich auf Krampf. Die sagen, ich muss jetzt ein Hemd anziehen, ich muss jetzt einen Sakko tragen, weil das kommt im Business gut rüber. Nein. Was im Business gut rüberkommt, ist Ehrlichkeit, Authentizität und Over-Delivery. Heißt, wie zum Beispiel einige Beispiele erwähnt, du sagst zu dem Großhändler, hey, sehr geehrter Herr Müller, ich werde die Rechnung erst am 30. bezahlen, am Ende bezahlst du die Rechnung am 20. Und wenn du das Ganze wiederholst und vor allem, wenn du mehr lieferst als das, was du ansagst, irgendwann kommt das sehr positiv rüber. Und überleg doch mal später, was passiert im Nachgang? Der Großhändler mag dich. Und wenn du ihn jetzt nett fragst, und sagst,
Sehr geehrter Herr Müller, gibt es vielleicht einige weitere Großhändler aus derselben Szene oder vielleicht für weitere Produkte können Sie mich weiterempfehlen? Dann passiert sowas oftmals als ein Gefallen. Und vor allem über Weiterempfehlungen gibt es mit die besten Geschäftspartner. Denn nichts ist besser, wenn jemand dich persönlich empfiehlt und sagt, hey, mit Pavel kannst du zum einen Geschäfte machen und zum anderen, es macht wirklich Spaß und ich bin wirklich erfolgreich. Das ist die beste Werbung und nicht irgendwelche Facebook-Ads, Google-Ads, das ist alles nett. Aber was wir auf dem Markt möchten, ist es, dass wir dauerhaft Geld verdienen. Und das geht nur, wenn wir uns nicht verstellen und einfach nur unsere Geschichte nach draußen tragen. Der siebte Punkt wird einigen Menschen hierbei nicht gefallen, obwohl dieser Punkt zwingend sein muss. Cuttet alle negative Menschen aus eurem Umfeld. Schau mal, als ich mich damals selbstständig gemacht habe, ich kann mich noch ganz genau erinnern, ich habe damals im Auto gesessen mit Robert Granek. Robert Granek war damals mein Geschäftsführer von MediaMax und er sagte mir, Pavel, möchtest du dich wirklich mit E-Commerce selbstständig machen? Traust du dir das zu? Was ist denn mit den ganzen Retouren? Obwohl, er macht das doch selber, er weiß doch ganz genau, wie das funktioniert. Was ist mit dem Einkauf? Woher willst du so viel Geld besorgen? Willst du nicht mit mir zusammenarbeiten? Und das mit E-Commerce, du weißt, stationärer Handel ist viel besser. Das Lustige ist, Robert Granik hat bei mir nach einem Coaching angefragt. Leider hatte ich keine Kapazitäten mehr, denn er arbeitet jetzt ebenfalls in der Elektronikbranche und ist ganz woanders. Mein zweiter Geschäftsführer, das ist der Carsten, der ist ebenfalls ein sehr erfolgreicher Expert-Händler, hat bereits einen Laden und nimmt jetzt seinen zweiten Laden mit dabei. Denn Expert ist, wie viele vielleicht wissen, ein Franchise-Unternehmen. Das bedeutet, wir können es da reinkaufen. Und der Carsten ist wahnsinnig erfolgreich. Warum? Weil er sehr viele von seinen Produkten nicht mehr stationär verkauft, sondern auf eBay. Und was ist der Schlüssel hinter der ganzen Geschichte? Der Schlüssel ist, höre nicht auf andere, sondern höre auf die Menschen, die das Ganze vorgelebt haben, die das Ganze lieben, was sie tun und die vor allem hinter dir und hinter deiner Vision stehen. Das ist wahnsinnig wichtig, denn es gibt leider in Deutschland so viele Nörgler. Hätte ich auf die ganzen Menschen gehört, mach es nicht, werd nicht selbstständig, arbeite für mich im Autohaus weiter, du hast bei uns einen tollen Lohn. Ja, ich habe vielleicht einen coolen Lohn, aber was ich möchte, ist als eine Persönlichkeit wachsen. Und weißt du, was ich nicht möchte? Wenn ich mal kurz rausgehe für 15 Minuten zu einem Bäcker, dass ich eine E-Mail habe, wo ich war. Wo zum Teufel soll ich denn gewesen sein? In einem Stripclub oder was? Es wäre schön, aber in diesen 15 Minuten war ich gerade mal beim Bäcker. Also liebe Leute, aus diesem Grund sollten wir ebenfalls immer wieder auf unser Herz hören, denn das verheimlichen viele oder vergessen es einfach. Denn das, was in deinem Herz ist, das, was dein Kopf dir sagt, das ist ebenfalls die richtige Strategie. Mein Kopf sagt immer wieder, hey, du musst größer werden, du musst wachsen und trag dich bei uns für ein Erstgespräch ein. Der achte Punkt, was ebenfalls sehr viele Menschen vergessen. Viele Menschen meinen, okay, ich habe eine feste Arbeitszeit. Ich arbeite zum Beispiel 8 Stunden und gehe danach nach Hause. Aber dem ist bei weitem nicht so. Denn wir müssen, gerade wenn wir wirklich selbstständig sind, über uns hinauswachsen. Weißt du, was der eigentliche Körper eigentlich alles aushalten kann? Endlose Spaziergänge, ohne Ende Sport. Und vor allem, wenn du dich fokussierst auf eine einzige Sache, dann kannst du viel mehr erreichen, ohne dass du dabei an die Arbeitszeit denken musst. Denn ich sage es dir ehrlich und offen, manchmal müssen wir nicht nur Überstunden scheffeln, manchmal müssen wir über uns hinauswachsen und vor allem am Samstag, so wie ich jetzt gerade dieses Video für dich aufnehme, oder gegebenenfalls am Sonntag arbeiten. Denn hier trennt sich die Spreu vom Weizen, Arbeitsmoral. Und du darfst es nicht vergessen, für was oder für wen machst du das Ganze? Für dich, für deine Familie, für deine Kinder und damit du gegebenenfalls später mehr Zeit hast, weil du ein Unternehmen so aufgebaut hast, so optimiert und automatisiert hast, dass du vielleicht tatsächlich nur 5 bis 6 Stunden arbeiten kannst. Somit sei dir für nichts zu schade und höre auf, mit Arbeitszeiten zu arbeiten. Wenn dein Kunde mich braucht, bin ich für den Kunden auch an einem Samstag da. So, der 9. Punkt und auch eine sehr wichtige Lernphase ist es, dass wir unser Business niemals, niemals begrenzen sollen. Warum sollten wir, auch wenn ich es liebe, lediglich auf Amazon handeln? Sondern die Strategie muss sehr langfristig überdacht sein. Das heißt, du fängst mit Amazon an und bist damit erfolgreich. Schön. Was ist der nächste Step? Amazon Europa. Amazon Europa funktioniert? Du machst sehr gutes Geld in ganz Europa? Perfekt. Wie wär's mit UK? Auch dort gibt es drastische, wirklich drastische Preisunterschiede. Zum Beispiel, ich habe mal einen Fernsehstick verkauft. In UK ging dieser Stick für 190 Pounds weg. In Deutschland mit Ach und Krach für 140 Euro. Und die Sales in UK für denselben WLAN-Dongle, welcher jeden Fernseher damals WLAN-fähig gemacht hat von Philips, der Unterschied war wirklich enorm. Und die Sales in UK waren deutlich höher. Somit begrenzt niemals dein Business, weder auf Amazon, weder auf anderen Plattformen, sondern denke immer in Etappen. Der zweite Punkt ist, wir verkaufen auf eBay, auf Otto.de und vielleicht auf Kaufland,
Der dritte Punkt ist, wir brauchen eine Webseite. Eine Webseite ist die Eintrittskarte zu einigen starken Großhändlern. Hast du sie nicht, obwohl du alles andere hast, Kapital, Kapazität, Lagerhalle etc., dann können einige Händler dich gesetzlich nicht aufnehmen. Das bedeutet, wir brauchen ebenfalls eine saubere Webpräsenz über uns. Man muss wissen, mit wem arbeite ich hier zusammen und ist diese Person wirklich seriös, diskret und vertrauenswürdig. Liebe Leute, wir müssen nicht alles selber machen und alles selber können. Was wir machen sollten, ist die Automatisierung in unserem Unternehmen. Schau mal, man kann nahezu alles in einem Unternehmen automatisieren, außer den Einkauf, den Verkauf und die Preissetzung. Das bedeutet, Amazon hat zum Beispiel Pakete von dir verschlampt. Kein Problem. Dafür gibt es perfekte Tools, welche dir deine Arbeit komplett abnehmen können. Ja, man muss ein paar Prozent abgeben, aber dafür kostest du ja ebenfalls Geld. Denn jeder Mensch hat einen eigenen Unternehmerlohn. Das bedeutet, alles, was machbar ist, sollten wir automatisieren. Die Lagerhaltung. Jedes Produkt braucht eine Artikelnummer. Somit kann der Lagerfachmann sich immer wieder perfekt in dem Lager zurechtfinden. Denn wenn jedes Produkt ausgeschildert ist und für alles bekommst du einen Lieferschein, eine Artikelnummer, dann kannst du ebenfalls sehr wenig falsch versenden. Somit baue dein Fundament so auf, dass alles reibungslos läuft und vor allem nahezu alles automatisiert ist. Und das ist ebenfalls unsere Devise, welche wir an unseren Kunden persönlich nahe treten. Auch da arbeiten wir ebenfalls an einem Projekt, das ist übrigens sehr, sehr spannend, dass wir ebenfalls mit Virtual Assistants arbeiten, welche uns sogar dabei verhelfen, dass wir den Einkauf herausragend meistern. Denn zwei Menschen oder drei Menschen sehen oftmals mehr als lediglich meine eigenen zwei Augen. Das bedeutet, seid euch für nichts zu schade und falls auch dir das Video gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, einen Kommentar da. Alle Fragen werden selbstverständlich bei uns beantwortet und schau dir unbedingt nochmal unser Online-Arbitrage-Tutorial an, denn auch da erfährst du einige Insights aus der Praxis. Denn wie bereits erwähnt, bin ich kein Freund von reiner Theorie. Bis bald.